Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. So, wir sind hier questtechnisch momentan fertig, was die Einwohner hier so betrifft. Na, wir möchten jetzt gerne zum Chefelein, der hier in diesem schönen großen Häusele residiert, also zu Alvarez. So, wir hüpfen. Servus Opa. Oh, es ist Alvarez. Ich dachte, er wäre drinnen. Ich dachte, es wäre so eine Wache. Hat er gar keine Wachen mehr? Also in Risen 2 hat er schon einige Wachen, aber hier scheint nicht mehr so. Na gut, dann auf gleicher Augenhöhe, schön hingestellt, servus. Na endlich, wo bleibst du denn? Ich warte schon seit Tagen. Du bist bestimmt der Boss hier, richtig? Was? Freut mich auch, dich zu sehen. Sei froh, dass ich überhaupt noch gekommen bin. Freut mich auch, dich zu sehen. Ja, genau. Freut mich auch, dich zu sehen. Lass den Unsinn. Wo warst du? Tot. Auf Schatzsuche. An der Krabbenküste. Was zur Hölle hat dabei denn so lange gedauert? Ach, nichts Wesentliches. Ich bin gestorben. Was? Na, ich war tot. Moment mal. Das musst du mir genauer erklären. Am besten, wir besprechen alles weitere drinnen. Bitte, ja. Komm mit, du musst mir alles ganz genau erzählen. Ja, weil eine hier Höhle regnet's. Aus Fels? Nicht Fels. Sie kommt aus den Untiefen der Erde, getrieben von der Macht des Schattenreichs. Am Ende der Höhle stand ein Portal aus reinstem Kristall. Die Schattenwesen benutzen diese Portale, um auf die andere Seite zu gelangen. Durch sie erhalten sie ihre Befehle vom Herrn der Unterwelt. Die Höllenhunde. Nicht nur die. Aus den Portalen entsteigen noch weitaus schlimmere Kreaturen. Leider ist das nicht das einzige Problem, das wir haben. Schon seit Wochen legt kein einziges Schiff mehr in unserem Hafen an. Es ist fast so, als ob wir völlig von der Außenwelt abgeschnitten wurden. Wir sahen eine Flotte von Geisterschiffen nicht weit von hier kreuzen. Was sagst du da? Geisterschiffe? Es ist Crow. Er ist zurück aus dem Schattenreich. Ich habe es geahnt. Der alte Fluch wird uns alle einholen. Komm schon, verschon mich damit. Das ist kein Fluch, das ist ein Angriff. Ich fürchte auch. Das ist kein Fluch. Es ist ein Angriff. Wer zur Hölle hat denn so große Macht? Du musst es herausfinden, bevor wir alle untergehen. Ich brauche Proviant und Ausrüstung. Ein Schiff wäre auch nicht schlecht. Ich brauche Proviant und Ausrüstung. Du weißt genau, was da draußen los ist, mein Junge. Ja. Kümmere dich doch erst einmal um die verfluchten Höllenhunde da draußen, bevor sie alle töten. Na schön, Höllenhunde sind genau mein Ding. Wie schlimm sind die Verluste durch die Höllenhunde? Das Hinterland ist ziemlich verseucht. Verluste? Wie schlimm sind die Verluste durch die Höllenhunde? Was soll ich dir sagen? Ich habe bisher nur die Leiche des Büchsenmachers Donovan unten auf dem großen Platz gesehen. Wer überhaupt noch lebt, kann ich nur vermuten. Am besten du beeilst dich und hilfst ihnen, bevor es sie alle erwischt hat. Na schön, die Viecher sind genau mein Ding. Na schön, Höllenhunde sind genau mein Ding. Am besten du suchst nach den Überlebenden und fragst sie, wo man sie finden kann. Die Biester haben sich fast überall eingenistet. Wo soll ich nach diesen Viechern suchen? Wo soll ich nach den Höllenhunden suchen? Am Strand im Osten der Stadt kämpft Emma mit den Biestern. Das haben wir schon. In Flints Lagerhaus würde ich nachsehen. Und auch auf dem Blutschwurplatz, wo Zack im Moment Patrouille läuft. Schau auch mal auf dem Marktplatz und bei Grace in der Schmiede vorbei. Naja, und auf dem Weg in die Stadt vom Weststrand her habe ich auch ein paar Biester gesehen. Ich habe die Höllenhunde erledigt. Genau, ich wollte nämlich dasselbe gerade sagen, da waren wir schon überall. Ich habe einige Höllenhunde erledigt. Wo genau? Am Oststrand waren zwei. Hm, Mistviecher. Gut gemacht. Dann, Donovans Mörder sind Geschichte. Ein tragischer Verlust. Er war der beste Büchsenmacher, den ich je gekannt habe. Ja, und der beste Scharfschütze, den wir je gekannt haben, ne? Mit dem hatten wir schon unsere Probleme bei Risen 2. Ich fand einige Höllenhunde auf dem Weg vom Weststrand in die Hafenstadt. Und?
Sind sie tot? Selbstverständlich. Wunderbar. Gute Arbeit. Dann, Blutschwurplatz ist erledigt. Der Blutschwurplatz ist sauber. Gut. Die Biester haben mich am meisten gestört. Und das Lagerhaus ebenso. Das Lagerhaus ist ausgeräumt. Was denn? Im Lagerhaus waren sie auch? Boah, das hätte ins Auge gehen können. Gute Arbeit. So, das wär's. Wir hätten alle. Und da gibt's ordentlich Kohle, sehe ich gerade, ne? Richtig schön. 100 Goldmünzen pro erledigten Auftrag. Das ist nicht schlecht. Ich denke, das war's mit diesen dreckigen Viechern. Ich denke, das war's. Deine Stadt ist gesäubert. Sehr gut, mein Junge. Yeah. Ich dachte schon, das war's jetzt mit meiner schönen Hafenstadt. Ja, wäre schade drum. Genau. Und darum müssen wir sie wieder aufbauen. Das klingt, als hättest du einen Plan. Wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen frisches Blut. Wir sind sicher nicht die einzige Gemeinschaft, die ums Überleben kämpft. Wir müssen die anderen dort draußen zu einer Allianz mit uns bewegen. Das wäre eine gute Idee, ja? Währenddessen. Aha. Genieß dein Dasein, solange du noch kannst. Du kannst deinem Schicksal nicht entkommen. Deine Seele gehört bald mir. Wer ist denn das schon wieder? Der redet von uns, ne? Fürchte ich. So, wo ist jetzt Alvarez? Der kann sich so schnell wegblinzeln. Was haben wir denn hier? Piratenkodex. Irgendwann kriegst du nochmal Ärger. Ich dachte, das kann ich so lesen. Ich wollte ihn jetzt nicht wegnehmen. Entschuldigung. Ich traue mir das Buch gar nicht nehmen. Okay, das ist irgendwie gut gegangen. Was haben wir hier? Einen Ring. Schaut jetzt zu. Theoretisch ja. Hey, sowas kannst du doch nicht machen. Ich habe nichts gemacht. Wieso sieht er mich da? Geh weg. Verdammt, ich hoffe, das ist jetzt nicht zu schlimm. Ich brauche das. Ich brauche das. Jawohl. Boah, das schaut's aus, ne? Hier war es früher auch schöner. Ich habe dir ein paar Sachen mitgenommen. Wie steht's jetzt mit Ausrüstung? Alles, was ich dir geben kann, ist dies hier. Das ist alles? Was erwartest du? Wir leben in schweren Zeiten. Komm schon. Na gut. Hier hast du noch was. Aber wenn du noch mehr willst, ja? Dann musst du schon mehr dafür vorweisen als ein paar Höllenhunde, klar? Klar. Ich höre in letzter Zeit viel Gutes über dich. Du seist ein guter Kerl, sagt man sich. Nur weiter so. Und die Menschheit darf wieder hoffen. Gerne. Das Hinterland ist ziemlich verseucht. Das Hinterland ist ziemlich verseucht. Noch mehr Höllenhunde? Nicht nur. Da hingen bis vor kurzem noch einige dämonische Krieger herum. Woher zur Hölle kommt diese Brut? Woher wohl? Aus einem dieser Kristallportale in den Bergen vielleicht? Du musst die Ursache dieses Übels finden und ausschalten. Jawohl, ich werde mich schon noch um deine Kristallportal kümmern. Was haben wir noch? Hast du eine Ahnung, wie man so ein Kristallportal zerstören kann? Eine Allianz mit den Piraten. Aha, ja gut. Und das klingt nach einer großen Aufgabe. Hast du eine Idee, wie man diese Portale zerstören kann? Hast du eine Ahnung, wie man so ein Kristallportal zerstören kann? Frag einen Zauberer. Ich habe keinen blassen Schimmer. Schön. Das haben wir fast befürchtet. Ich werde mich schon noch um dein Kristallportal kümmern. Das wäre gut. Ich fürchte, noch so einen Ansturm wird die Stadt nicht überleben. Dann brauchen wir starke Krieger hier, ne? Eine Allianz mit dem Piratenhauptquartier Antigua? Eine Allianz mit dem Piratenhauptquartier Antigua? Warum denn nicht? Waren wir es nicht, die die Welt vor der sicheren Vernichtung durch die Titanen retteten? Sind wir es nicht gewesen, die bis zum großen Kampf gegen Mara noch auf den Meeren segelten? Wir? Was genau meinst du mit wir? Na schön, zugegeben. Die anderen Gilden waren auch nicht untätig. Umso wichtiger ist es, dass wir mit ihnen zusammenarbeiten. Okay, das klingt nach einer großen Aufgabe. Das klingt nach einer großen Aufgabe. Das ist es auch. Das Schlimmste wird sein, vorerst Ruhe zu bewahren. Aha. Wir dürfen uns nicht schon in den ersten Scharmützeln gegen Crow und seine Flotte aufreiben. Du bist jetzt unser bester Mann. Du wirst für uns alle sprechen.
Du wirst die Kapitäne der Schiffe der anderen Gemeinschaften in unseren Hafen führen. So lange, bis wir genug Schlagkraft gegen die Flotte der Geisterschiffe dieses verdammten, abtrünnigen Crow versammelt haben. Erst dann werden wir zum Gegenschlag ausholen. Ei, ei, Captain. Okay, ich werde die anderen Kapitäne zur Allianz mit Antigua überreden. Zur Not. Okay, ich werde die anderen Kapitäne zur Allianz mit Antigua überreden. Gut so. Ich werde unsere Stadt auf die neuen Besucher vorbereiten. Ja, bitte. Mögen sie zahlreich sein und mit ihrer Kampfkraft unseren Hafen verteidigen. Ja. Und wenn du schon einmal dabei bist, dann schließe dich gleich einer ihrer Gemeinschaften an. Wir können dabei nur von ihren Stärken profitieren. Ich werde mich bemühen. Ein Wort noch zur Piratenallianz. Ein Wort noch zur Piratenallianz. Schieß los. Buff. Er hat gesagt, ich soll schießen. Was ist mit dir? Kannst du nicht auch ein hochseetaugliches Schiff beisteuern? Das wäre ganz nett. Ich brauche sowas. Was ist mit dir? Kannst du nicht auch ein hochseetaugliches Schiff beisteuern? Ha! Das letzte Schiff, was längere Zeit in meinem Hafen vor Anker lag, war der Kahn von Captain Morgan. Morgan? Du redest von Slanes Schiff? Morgan war doch nur sein Steuermann. Tja, nach Slanes Ableben ergriff er das Kommando an Bord des Schiffes. Aha. Seitdem streift er über die Meere und plündert und brandschatzt alles, was ihm vor die Kanonen kommt. Das ist aber auch nicht schlecht. Das heißt, das ist schlecht, eigentlich schlecht, soll ich sagen. Das heißt, wir sollen ihm das Schiff wegnehmen, oder was? Welche Gemeinschaften stehen für dich auf der Liste? Ja, das machen wir gleich. Aber zuerst mal morgen, ne? Vielleicht sollte man morgen zurückpfeifen. Er und die alte Crew von Slane wären doch bestimmt eine Bereicherung für unsere Sache. Ach, das schlag dir mal aus dem Kopf, mein Junge. Seit morgen Blut geleckt hat, ist er nicht mehr zu halten. Du würdest ihn nicht wiedererkennen. Wir werden sehen. So schnell schreibe ich ein so tolles Schiff nicht ab. Wie du meinst. Ich muss mir das ja nicht ansehen, wie ihr euch beide aufreibt. Nein. Wo kann ich diesen Deppen finden? Wo kann ich Morgan finden? Er ist irgendwo da draußen mit seinem Kahn. Wahrscheinlich wird er dich zuerst finden. Aha, dann ist es sehr praktisch. Da brauchen wir nur warten. Welche Gemeinschaft steht noch auf der Liste? Welche Gemeinschaften stehen für dich auf der Liste? Der Rat der Kapitäne ist geschwächt. Wir können hier jeden gebrauchen, der ein Schiff hat und es führen kann. Da mache ich keinen Unterschied zwischen einem keulenschwingenden Eingeborenen oder einem bücherlesenden Magier. Solange sie nur genug Mumm in den Knochen haben, um unsere Sache zu unterstützen und sich gegen Crow und seine Geisterschiffe zu stellen. Verstehe. Alvarez, bescheidene Hütte. Ich habe gedacht, sie hätten den alten Piraten längst geköpft. Na, mit Sicherheit nicht. So leicht stirbt Alvarez nicht. Was wollte ich jetzt sagen? Da wären wir einen kleinen Sprung, wenn es passt, gleich zu Kila machen, ne? Und fragen, ob Bones nicht mitmachen möchte bei dem Ganzen. Ein Fingerknochen. Haben wir schon was gefunden. Supi. Die Profis. Sein Schuldenberg vertrieb ihn aus Antigua. An seinem letzten Abend erzählte er jedem, dass er eine vergoldete Kugel gefunden hätte und nach Taranis aufbrechen würde. Als er zurückkam, hatte er einen riesigen Sack voll Gold. Aha, dann müssen wir uns die Kugel holen. Den Fingerknochen haben wir schon mal, das ist super. Darf ich den Teleporterstein haben? Ich speichere mal ganz kurz. Sicher ist sicher, ne? Nicht, dass ich wieder Blödsinn mache. Mir gehen da ein paar Stillstände. Stillstände gehen mir ab, genau. Hier der zum Beispiel. Spielstände. Er hat nicht geschimpft. Sehr gut. Sehr gut. Habe ich Glück gehabt. Er hat noch immer nicht geschimpft. Habe ich nochmal Glück gehabt. Danke, dass ich mir deine Sachen nehmen darf. Hier im Boden ist nichts, ne? Na. Gut. So. Das heißt, nochmal kontrollierend, die Queste. Die beiden Quests dürften normal nicht verschwinden, wenn ich jetzt wieder nach Kila segeln würde. Es dürfte normal auch nichts passieren. Ich hoffe, dass wir unser altes Schiff wiederkriegen.
Ich werde es jetzt gleich probieren, ich habe eh gespeichert. Also auf zu unserer Schaluppe. Können wir mit dem Magelein noch was quatschen, außer dass uns was... Was sind das nur für Höllengeschöpfe? Die hier sind ja noch harmlos. Ich habe noch viel schlimmere Schattenwesen gesehen. Möge uns die Kraft der Erde beistehen. Okay, ich habe mit dem Organe gequatscht. Womit handelst du genau? Womit handelst du genau? Ein wenig hiervon, ein wenig davon. Das war nicht genau. Ja, komm, verschon mich damit. Zeig mir lieber, was du hast. Ja, natürlich. Schurkenring. Schlösser knacken plus 10. Mhm. War damals in vielen Städten das Erkennungszeichen der Diebe und Gauner. Ach so. Sowas kennen wir doch auch, ne? Klingenring. Taschendiebstahl 10. Das verstehe ich nicht. Klingenring. Da hätte ich jetzt eher gedacht, dass es was mit Angriff zu tun hat, ne? Und nicht mit Taschendiebstahl. Eine kleine verborgene Klinge hilft beim beim Beuteldurchschneiden durch. Durchtrennen von Bändern. Ach so, okay, deshalb Klingenring. Okay. Eine schwarze Perle. Dietrich wäre nicht schlecht. Ich bin eh so arm wie eine Kirchenmaus. Ich habe aber nur mehr 3. Ja, später. Viel später, ne? Ich danke dir. Auf jeden Fall. Warum suchst du magische Kristalle gerade hier auf Antigua? Das können wir auch mal Warum fragen. Suchst du magische Kristalle gerade hier auf Antigua? Natürliche Vorkommen sind hier nicht zu erwarten. Das ist wahr. Jedoch... Nun, es sind seltene Kristalle. Genau der richtige Schatz für Piraten. Die Magier trugen mir auf, hier bei den Piraten zu suchen und 3 dieser Kristalle auf Antigua zu erbeuten. Mir gefällt vor allem die Magierrobe hier ganz gut, was sie hier tragen, ne? Schaut schon irgendwie cool aus. Und auch schön Farbe. Mal schauen, ob ich noch kurz umschwenke und statt Magier vielleicht Pirat bleibe. Mal schauen. Das wird die Zeit dann zeigen, ne? Was ist so interessant an diesen magischen Kristallen? Warum gerade 3 Kristalle? Du bist nur wegen der Kristalle hier. Du wirst schon wissen, was du tust. Dann das erste wieder, ne? Was ist so interessant an diesen magischen Kristallen? Sie sind die Quelle unserer Kraft. Sie sind das Öl, das unser Feuer zum Lodern bringt. Die magischen Kristalle brauchen wir, um Magie zu wirken. Aha. Warum gerade 3 davon? Warum gerade 3 Kristalle? Antigua ist eine kleine Insel. Wenn es hier magische Kristalle gibt, dann nur eine Handvoll. 3 davon zu finden, wäre schon ein voller Erfolg. Aha. Na dann, du bist nur wegen der Kristalle hier? Du bist nur wegen der Kristalle hier? Natürlich auch, um zu handeln. Auch wenn Piraten nicht gerade die besten Geschäftspartner sein sollen, sagt man sich. Du wirst schon wissen, was du tust. Das hoffe ich doch. Wo genau willst du denn nach den magischen Kristallen suchen? Ich habe noch keine Ahnung, aber ich möchte wetten, dass die Piraten etwas darüber wissen. Verstehe. Ich schätze, ich werde dir bei deiner Kristallsuche helfen müssen. Warum? Traust du mir das etwa nicht zu? Willst du eine freundliche oder eine weniger freundliche Antwort? Was soll das denn heißen? Du Pfeife wirst hier keine 2 Tage überleben, das ist gemein. Du hast keine Angst vor den Piraten? Fragezeichen. Keine Angst vor den Piraten? Unsinn. Warum sollte ich? Ich bin ein Pilger und im Auftrag der hohen Magier unterwegs. Okay, warte mal. Nur, dass ich das auch verstehe. Du bist doch ein Fremder hier auf Antigua, richtig? Ja. Also ein wildfremder Kerl, der versucht, den schlimmsten Piraten der Südsee auf ihrer eigenen Insel ihren Schatz wegzunehmen, ja? Ja, aber... Tu uns beiden einen Gefallen und vergiss deinen Plan. Der ist scheiße. Ja. Aber wie soll ich denn... Besser, du lässt mich das machen. Sonst wirst du diese Insel nicht lebend verlassen, mein Freund. Na schön, wenn du meinst. Hier hast du deine 3 Kristalle. Hier hast du deine 3 magischen Kristalle. Oh, das ist ja... Danke. Wie hast du das gemacht? Das willst du doch gar nicht wissen, oder? Ich bin trotzdem froh, dass ich bei meiner Mission hier in Antigua einen weiteren großen Erfolg verbuchen konnte. Das ist ja die Hauptsache. Hier hast du den Lohn für deine Mühen. Ah ja, das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Danke. 500 Gold? Wow.
Was wirst du nun machen? Was wirst du nun tun? Ich bleibe erstmal hier und versuche den Piraten beim Wiederaufbau ihrer Hafenstadt zu helfen. Hey, cool. Mein Gefühl sagt mir, dass diese Insel noch eine wichtige Rolle im Kampf gegen das Böse spielen wird. Mhm. Viel Erfolg auf deiner Reise, mein Freund. Wir bedanken uns für deine Hilfe. Taschendiebstahl geht noch nicht. Zeig mir deinen Kram. Hatten wir schon. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir etwas beibringen? Was willst du wissen? Stichwaffen, Schwerter, Hieb, Gegenangriff. Um Gottes Willen. Meisterdieb, Silberzunge. Oh, da war noch nichts. Ich danke dir. Für dich. So, gut, das hätten wir auch geschafft. Das wäre auch wieder speicherungswürdiger. So. Dann. Speicher. Gut. Jetzt möchte ich probieren, wieder nach Kila zu kommen. In der Hoffnung, dass Boos sich bereit erklärt, uns zu helfen. Wo ist denn unsere Schaluppe? Achso, da muss ich rüber. Ich depp. Da brauche ich ja mein Ruderboot. Das war ja da drüben. Naja. Ich bin am Schnaufen, der arme Teufel da. Ja, geht schon. Lauf. Lauf. So, den nehmen wir mit. Tap. Hier rüber. Und dann müssten wir schon beim Ruderboot sein. Zumindest gleich mal. So, ein kleines Stückchen noch. Tap. Nochmal ein kleines Stückchen und da vorne ist es schon. Tap. So, bitte. Zum Hafen an. Ach so, da wäre auch noch ein. Ach, vergiss es. An Bord. So, wie geht's dir? Ach so, der redet so nicht viel mit uns. Und Edward. Was sagst du zu dieser Gegend? Ich hatte hier sowas wie Seelenstab. Erzähl mal ein bisschen mehr über deine Vorfahren. Und? Was sagst du zu dieser Gegend? Mich wundert, dass noch niemand diesen Unterschlupf in Schutt und Asche gelegt hat. Die Piraten sind ein armseliges, niederes Volk, das ums Überleben kämpft. Tja, aber wenn man über die Meere reisen möchte, muss man sich mit ihnen arrangieren. Ja. Dann das hier. Erzähl mal ein bisschen mehr über deine Vorfahren. Die dunklen Krieger von Kalador waren einst die Hüter des Friedens in diesen Breitengraden. Heute sind sie in Vergessenheit geraten, doch existieren sie immer noch. Gerade heute, wo die Welt von Schatten bedroht wird und die grünen Feuer brennen, werden sie gebraucht. Aha, und Seelenstaub. Ich habe hier so etwas wie Seelenstaub. Hast du so etwas schon einmal gesehen? Oh, das ist sehr wertvoll. Es ist genau das Richtige für dich, wenn du den Weg der Menschlichkeit verlassen hast. Du meinst, man kann dadurch menschlicher werden? Wie? Gib mir 5 dieser Häufchen Seelenstaub und ich kann es dir zeigen. Na dann, bitteschön. Hier, tausche Seelenstaub gegen Menschlichkeit. Gut, dann halte still und schließe deine Augen. So, nun bist du ein wenig menschlicher geworden. Wie hast du das gemacht? Das bleibt mein Geheimnis. Doch solange ich unter deiner Flagge segle, kann ich Seelenstaub für dich eintauschen. Wie cool. Ich möchte mal kurz schauen, ob das schon was gebracht hat. Verlorener. Noch nicht so wirklich. Ich wollte es einfach nur mal ausprobieren. Passt. Schön. So. Das ist wieder speicherungswürdig. Ja, bitte. Und dann möchte ich segeln, in See stechen, nach Kila. Nix Krabbenküste, Kila. Mal schauen, ob meine Quests ruiniert sind. Normal dürfte das nicht passieren. Wenn ich gründlich genug war beim Durchsuchen unserer Questlogs. Die Spannung steigt. Noch ist nichts abgebrochen. Ja, ich glaube, wir haben Glück. Gut. Ich habe ihn vergessen. Ich habe den Trottel vergessen. Der ist ja auch wieder hier und nervt. Zum Strand, bitte. Ich möchte gleich mit Boos reden, ob wir unser Schifflein wieder kriegen. Das wäre ganz schön. Dann könnte ich auch gleich schauen, die Muschel.
Könnte ich auch gleich Patty drüben abholen? Ist da auch eine? Na, schaut nur so aus. Dap, 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 dap. Grüß euch, Burschen. Also, Schäfe. Geht nix. Aha. Das wundert mich jetzt. Warte mal. Das wundert mich jetzt. Ich hätte jetzt fest damit gerechnet, dass das funktioniert. Piratenallianz. Ein großes Schiff. Es wird Zeit, ein großes Schiff zu bekommen. Ja. Nur wo? Hoppala. Hier. Ein großes Schiff. Es gibt mehrere Möglichkeiten, ein großes Schiff zu kriegen. Kann ich auf die Donnerinsel? Kalador. Ich hätte aber schon gern mein eigenes Schiff. Ganz ehrlich. Warum? Ja, bla bla. Ich hätte schon gern mein Schiff wieder zurück. Jetzt muss ich nochmal rüber. Warte, wie ging das denn gleich? War hier nicht irgendwo ein Ruderboot dafür? Da musste ich nicht schwimmen. Da, 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 da. Ja, da ist es schon. Da ist es ja. So, dann probiere ich mein Glück nochmal. So, mal schauen, ob ich würdig bin. Das Schiff. Nein, das war der normale Pirat, ne? Wo war denn der? War der da oben? Check. Du warst einmal mein Vorbild, weißt du das? Schon lange her, Mann. Klappt nicht so, wie ich es mir erhofft habe. Vielleicht muss ich mit Patty drüber reden. Ob sie uns helfen kann. Das könnte ich noch versuchen. Wenn dem auch nicht so ist, dann muss ich weiter. Dann kriegen wir unser Schiff hier nicht so schnell. Könnte auch sein, dass ich so einen Bock geschossen habe. Also so einen Fehler gemacht habe, dass ich das Schiff jetzt endgültig verloren habe. Kann auch sein. So, das ist natürlich jetzt ein ganz schönes Stück darüber, weil es gibt da ja auch kein, also ich habe zumindest keinen Teleporter darüber gefunden. So, und ab ins kühle Nass. Wenn es da auch nichts gibt, dann fahren wir weiter. Ist das jetzt eine Kiste? Na, also schon eine Kiste, aber nichts zum Aufmachen. Also eine Truhe, habe ich gemeint. So. Ja, ja, schnaufe, schnauf. Stellt sich da an, ne? So, Schwesterchen, wir kommen. Vielleicht hat sie noch eine Idee, ne? Ansonsten müssten wir theoretisch wieder den Ort wechseln. Oh. Servus. Wo ist eigentlich Bones? Er ist schon wieder weg. Immer verliere ich den irgendwie. Autsch. Autsch. So, jetzt haben wir gleich. Jetzt haben wir. So. Bisschen weggehen, nicht, dass die Schildkröte auch noch was abbekommt. So. Hast du was für mich? Nein. Hast du was für mich? Nein. So, Schwesterherz, hast du irgendeine Idee? Komm mit. Komm mit. Kein Problem. Ich habe irgendwie Bones verloren. Aber vielleicht brauche ich sie ja wirklich. Warte mal. Vielleicht brauche ich sie wirklich, damit wir das Schiff kriegen. Warte mal. Vielleicht war das jetzt gar nicht verkehrt. Schauen wir mal. Vielleicht können wir so Buß überreden, dass uns das Boot, also das Schiff wieder gibt. Könnte ja sein, ne? Ich weiß es nicht. Ein Versuch ist es ja wert. Nein.
Während ich auf der Insel fast versauert bin, hat es sich der feige Haufen schön gemütlich gemacht. Ja. Dann können wir noch probieren, rüber zu Jack, ob der noch irgendwas für uns machen kann. Wenn nicht, dann gehen wir einfach mal weiter. Dann werden wir es vielleicht auf Dingsbums probieren. So, nochmal rüber bitte. So, nochmal rauf hier. Hallo. Du warst einmal. Da geht nichts. Mit Patty zu quatschen, gut, bringt auch nichts. Naja, Pech gehabt dann, ne? Ich wollte es jetzt einfach mal probieren. So einfach wie es ausschaut, kriege ich dann doch kein Schiff. Ich könnte eine Runde pennen noch. Das machen wir noch schnell. Ach, das eigene Bettchen ist immer noch am besten. Oh, das wollte ich jetzt eigentlich nicht rein. Na gut, dann werden wir mal probieren, etwas Seelenstaub zu sammeln. Einmal. Zweimal. Irgendwer spielt hier Geige. Viermal. Fünfmal. Da drüben war noch ein Seelenstaub. So. Da ist, glaube ich, noch einer. Soll ich wahrscheinlich gleich wieder aufwachen, weil ich nicht weiß, wo ich hinlaufen soll. Ich versuche der Melodie zu folgen. Aber ich glaube, das stimmt nicht so ganz. Ich probiere es da drüben. Da drüben wäre noch ein Staub. Sehe ich gerade. Ich hoffe, ich kriege ihn. Ja. Gibt's. Was? Servus. Da drüben wäre noch einer. Da oben wäre auch noch einer. Mal schauen, ob ich den auch noch kriege. Ja. Oh! Das war dann zu weit. Mein Geist verlässt die Gruppe. Ja, tschüss. So, jetzt aber nochmal. Bis zum nächsten Morgen pennen. So, jetzt ist es mir gelungen. Schön. Dann hätten wir das schon mal. Gut. Ja, dann muss ich halt weiter, ne? Zum Oststrand. Hilft nichts. Ach so, die Höhle voller Spinnen, ne? Glasauge und so, das müsste hier drin irgendwo... Ach, das sammeln wir anders mal. Oh, der Part ist zu Ende. Na gut, ihr Lieben, dann beenden wir den Part. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!